Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommen wir so in diese Folterecke, um das mal so zu sagen, aus dem Weltkrieg und die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Also das ist ja mal was, also wer noch mal wissen wollte, wie das damals so ablief und Originalverfassung sucht, der kann die auch mal im Flohmarkt kriegen. Hier haben wir zum Beispiel einen Luftschutzkasten. Luftschutzkasten ist natürlich auch was Exklusives, das hat man nicht so oft. Und hier, für alle, die mal interessiert sind, so sah früher die Milch zu DDR-Zeiten aus. Ja, heute machen wir aus Flöhe Geld. Und treue Zuschauer wissen ja, ich wohne auf einem alten Bauerngehöft. Ich kann jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen. Da siehst du mal so ein bisschen die Dimension, wie verrückt das Ganze ist. Und ich werde aber in Zukunft in ein Tiny House ziehen. Das bedeutet ganz einfach, ich muss hier raus oder ich werde hier rausziehen und habe eine ganze Menge ja entrümpelt. Und entrümpelt heißt, da sind einige verrückte Gegenstände dabei, die man nicht jeden Tag sieht. Und die möchte ich auf dem Hausflohmarkt verkaufen in den nächsten Tagen. Und ich habe gedacht, Mensch, dann kann ich dich doch mal auf so eine Art Roomtour mitnehmen, also Flohmarkt-Roomtour. Ich zeige dir einfach mal, was ich alles verkaufen möchte. Ich zeige dir ein paar kultige Gegenstände. Ja, und du wirst überrascht sein, was sich hier alles auf so ein Gehöft anfindet, was jetzt schon seit 1800 und, ich sag mal, besteht. Und wenn du jetzt sehen willst, was es das alles ist oder was es alles zu verkaufen gibt, oder wenn du mal meine Folterwerkzeuge sehen willst oder einfach auch beim Quiz mitmachen willst, ja, heute gibt's was zu gewinnen, dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's direkt los. Herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sag mal so Themen, die dir Cash in den Tasche bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du wissen willst, wie viel Geld ich mit dem Flohmarkt mache, dann, falls es schon geschehen, lass ein Abo da. Wir machen heute mal ein verrücktes Video, weil so ein bisschen Minimalismus und Frugalismus bedeutet ja auch, dass man sich von Gegenständen trennt. Und das habe ich über die letzten Jahre schon richtig gut gemacht. Und ich glaube, ich habe jetzt schon die letzten 7, 8 Jahre ausgeräumt. Aber so die großen Schätze oder die verrückten Schätze habe ich halt noch nicht versteigert oder ausgeräumt. Und die kommen jetzt alle auf den kleinen Hofflohmarkt. Also in einigen Tagen wird es hier einen Hofflohmarkt geben. Und ich stelle dir heute einfach mal die ganzen verrückten Sachen vor, weil wo ich jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ausgeräumt habe, habe ich festgestellt, Mensch, Kuschan, du hast eine ganze Menge Kram und du hast eine ganze Menge Kram, der wahrscheinlich nur was wert ist. Und du kannst ja mal sagen, wenn wir jetzt hier über den Flohmarkt gehen, was ist dein Lieblingsstück? Oder kannst du auch mal in einen Kommentar schreiben, was ist das, wo du denkst, da gibt es das meiste Geld dafür. Und dann kannst du mitraten, und das ist eine ganz coole Sache, und zwar rate doch einfach mal mit, wie viel Geld ich mit dem Flohmarkt machen werde. Also was schätzt du, wie viel Geld wird da rauskommen? Und der Zuschauer, der am nächsten dran ist, der gewinnt einen kleinen Preis. Ich weiß noch nicht was, vielleicht was vom Flohmarkt oder vielleicht einen Gutschein oder wie auch immer, aber ich bin mal gespannt, wer das richtig rät. Ja, und jetzt werde ich mal so ein bisschen Freestyle weitergehen, bevor mir der Arm wieder abfällt, weil wir machen mal so eine richtige kleine Runde und ich fange mal an mit dem Krimskramstisch. Aber der Krimskramstisch, wirst du sehen, da sind schon ein paar coole Sachen dabei. Warte mal, ich versuche mich mal zu drehen hier. So, alles live. Und wir fangen einfach mal hier an mit 2 Wagen. Also hier siehst du 2 Wagen. Und die hintere Waage ist eine richtig coole rote Waage, so eine richtige, ich sag mal, schwere Waage. Also die wiegt bestimmt 5 oder 6 Kilo. Und ja, also mir gefällt es, aber ich werde es in Zukunft nicht brauchen. Und hier vorne gibt es noch so eine Art Obstwaage oder so. Das gab es auch zu DDR-Zeiten. Und dann geht es weiter mit was ganz Coolen. Kannst du erraten, was das ist? Das ist eine Wärmflasche. Also du wirst es nicht glauben, wo ich noch ein kleines Kind war, wurde die Wärmflasche gefüllt und bei mir ins Bett gelegt, wenn ich mal krank war. Und ja, die hat irgendwie so einen schönen, ich glaube, Kupfer oder Bronze, keine Ahnung, da habe ich jetzt nicht so viel die Ahnung. Und ja, mal sehen, ob die jemand braucht. Dann gibt es so ein bisschen Dekoration, so eine alte Schmiede für eine Wand. Das scheint auch ein wertiges Metall zu sein, sage ich jetzt mal. Dann so einen kleinen, wie soll ich sagen, Schale. Dann gibt es ein paar, ich sag mal, Skulptur nenne ich das Ganze mal. Dann geht es weiter mit so ein bisschen, ja, das schaut schon wertvoller aus. Das sind jetzt wirklich so, ja, die sind auch schwere Sachen, wenn ich die jetzt aufmache. So eine Ringschale oder so ein, ja, vielleicht ist es wirklich sowas wie, ja, Messing, Blei oder keine Ahnung. Also ich werde am Wochenende noch Besuch von einer Freundin bekommen und die wird das Ganze ein bisschen einschätzen. Die hat ein bisschen mehr Ahnung wie ich. Hier gibt es noch ein paar Besteckkoffer und hier am Ende noch ein paar, ich sag mal, ich glaube Zinnlöffel sind das mit wirklich. Schön, wenn man da so rangeht, es sind so wirklich schöne Bilder drin und das macht natürlich einen guten Eindruck, genauso wie die Kutsche hier. Also alles geht so ein bisschen in Richtung Bauernhof und in die Historie. Und die 2 Kästen, die hier sind, der Koffer und dieser Kasten, ich weiß nicht, ob ich den jetzt aufkriege auf die Schnelle, ich versuche es mal, das sind dann so wirklich klassische Besteckkästen, wie man sie von früher kennt, wo das Besteck halt noch wertvoll war. Und hier unten haben wir so ein paar klassische Emaille-Schüsseln, also wie es eine Oma immer hat, sage ich mal an der Stelle. Und ja, vielleicht braucht jemand noch solche Schüsseln. Da hinten hast du noch ein paar Einkochtöpfe, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber das ist erstmal der erste Kramtisch. Dann lass uns mal weitergehen.
in die erste Bude, weil wir haben so verschiedene Buden und hier hast du erstmal eine ganz kultige, ja, tuffige, ja, Truhe mit ein bisschen Plüsch drumherum, eine schöne blaue Truhe. Dann gibt es hier, und das ist aus den Zeiten von meiner Mutter, und ihr Freund war damals ein Kirby-Vertreter, und Kirby sind wirklich saugstarke Staubsauger, um das mal so auszudrücken. Und davon habe ich jetzt doch ein paar gefunden, wo ich durchs Haus gegangen bin. Und ja, vielleicht werde ich den einen oder anderen los, weil das ein Staubsauger, das kann ich dir erzählen. Wenn dein Staubsauger über den Teppich geht und du gehst mit denen drüber, da kommt nochmal richtig Dreck raus, weil die so eine rotierende Bürste haben. Also richtig cooles Zeug. Und wenn der Kirby zu teuer ist, weil die Kirbys, die waren damals wirklich teuer. Die haben sie, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt zu kaufen, aber die haben sie damals für um die 2000 Euro und mehr verkauft. Ja, und wenn das zu teuer ist, der hat ja noch Fuhrwerk. Und natürlich haben wir das Ganze, ich sag mal so, Zubehör. Da hast du so ein bisschen Filterbeutel, da hast du Handstaubsauger, da hast du so das Zubehör für die ganzen, ja, Staubsauger, verschiedene Düsen, was es da nicht alles gibt. Aber vielleicht braucht jemand noch einen kräftigen Staubsauger, so wie du ihn heutzutage nicht mehr kriegst. Also ich kann die immer empfehlen, für ums Auto auszusaugen oder wirklich so wie so eine Art Industriestaubsauger. Dann geht's weiter in die gefährliche Ecke, und zwar hier haben wir das ganze Pferdezeug. Also unten haben wir die ganzen, ich sag mal, Gummi- und Reitstiefel. Da sind einige sogar noch neu. Also wer noch einen Gummi- oder Reitstiefel sucht, gerne Bescheid sagen, gibt's hier zu erwerben. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen an den Wänden, habe ich das gemacht, dieses ganze Pferdezeug, also dieses Kumpzeug, hat mein Opa, glaube ich, immer gesagt. Also so die verschiedenen Sachen, die es da wirklich so gibt. Da siehst du auch, was es da nicht alles gibt. Da haben wir auch die verschiedenen Beißringe, Pferdebürsten, ich weiß nicht, wie gut es erkennen wir uns, Steigbügel, ja, andere Bürsten, Pferdekamm. Hier hast du dann Peitschen. Wenn du so ein kleiner Fetischist bist und dich gerne peitscht, kannst du auch eine Peitsche erstehen. Dann hast du hier noch so ein bisschen Kumpf für die Bullen. Und also im Grunde genommen kannst du da mit dem ganzen Zeug, wir hatten ja früher, ich glaube, zwei Spanner oder keine Ahnung, was wir da alles hatten. Und die Pferde wurden da halt, ich sag mal, zu zweit oder zu viert vor der Kutsche gespannt. Und das ist natürlich eine sehr coole Sache gewesen. Hier hast du noch so ein bisschen ein paar Bilder und Erinnerungen. Mal sehen. Hier habe ich sogar noch eine Rotlichtlampe, wo man Küken aufzieht. Und die, ja, die Rotlichtlampe, die funktioniert sogar noch. Also, ja, wer sowas braucht, vielleicht ist es auch eine gute Vintage-Deko. Ja, und hier weiter unten geht dann alles in Richtung Körbe. Also Körbe von, ich sag mal, einem riesengroßen Wäschekorb über kleinere Körbe. Also total interessant, finde ich, was es nicht alles für Körbe gibt. Hier haben wir noch so eine Art Nähkasten, so einen klassischen, kultigen Vintage-Nähkasten. Also auch sehr schön. Hier, ich weiß nicht, warum meine Eltern oder meine Oma das gesammelt haben, aber wir haben eine ganze Menge, ich sag mal Fake-Blumen, also Blumen, die du nicht gießen musst, die immer grün bleiben. Und ja, wer da Interesse dran hat, ja, der kann die auch auf dem Flohmarkt erwerben. Und dann gibt es natürlich so ein paar kleine Sachen, so eine, ich sag mal, also eine Gießkanne, nenne ich sie jetzt mal, ohne falsch zu sagen. Dann so ein kultiger Spiegel, wie sich das gehört. Noch ein bisschen Sand. Also hier haben wir sozusagen, in diesem Raum haben wir das ganze Korb, Pferde und Staubsaugerzeug. Und allein das, wenn da, ich sag mal, 2, 3, 4 gute Teile verkauft werden, da sind das bestimmt schon, ja, 20, 30, 100, 1000 Euro. Mal sehen, was ich loswerde. Aber auf jeden Fall denke ich mal, dass ich den einen oder anderen Liebhaber finde, der sich, ja, ein Teil oder der sich für einen Teil dafür interessiert. Ja, dann lass uns mal weitergehen auf dem Hof. Heute total inspirierend. Das habe ich noch nie so in dieser Art gemacht. Und hier geht es dann weiter mit einem alten DDR-Kompressor. Also das ist auch selten. Da müssten die Stromkabel repariert werden, aber der funktioniert noch. Also da haben sie früher wirklich von Reifen aufgepumpt bis über, ich sag mal, Apparaturen angeschlossen, wo man dann Autos gespritzt hat. Auch sehr interessant. Und hier ist etwas, das wusste ich bis gestern gar nicht, was das ist. Und zwar, das ist eine Presse. Also richtig kultig. Da kann man, ich kann es ja mal versuchen, so leiern und irgendwas pressen. Also eine Saftpresse ist es nicht, da wird sie zu groß. Aber im Grunde genommen, ja, ist das eine Art von Presse. Und hier im Hintergrund haben wir wieder was für die, ich sag mal, für das Viehzeug. Irgendwie zum Ziehen war das was. Hier haben wir dann solche, ich sag mal, so eine Sackwagen, nenne ich sie immer. Also ich habe jetzt viele Sachen, werde ich wahrscheinlich nicht den richtigen Begriff verwenden. Und, aber das ist auch was Interessantes. Und das ist was, wenn man sich das gut aufbereitet, ist es natürlich, ja, ein super Deko-Stück. Ja, für Haus und Garten. Oder man macht da ein paar Polster und macht sich daraus irgendwie einen Stuhl. Keine Ahnung. Sehr viele Gewichte habe ich. Und dann auch noch so eine Arbeitsbretter von früher. Ich denke mal, das war dann, wo man Schweine geschlachtet hat. Oder keine Ahnung. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr was wiedererkennt, was das Ganze an Bedeutung hat. Hier haben wir noch so ein paar Schaufeln. Getreide- oder Schrotschaufeln waren das früher. Dann die nächste Waage. Auch wieder so ein Brett. Dann so eine kultige Rolle, die man sich irgendwo hinhängen kann und dann vielleicht Vintage verwenden kann. Dann haben wir hier unser vielgeliebtes WD-40-Öl und noch die dritte Waage. Also wir haben drei von den Wagen. Also wenn jemand so drei Wagen sucht am Wochenende oder jemand, der auf dem Flohmarkt dann kommt,
Der kann die dann natürlich gleich alle drei mitnehmen. Dann haben wir noch ein paar Gewichte. Das ist auch sehr interessant. Hier noch ein paar Kisten. Und ich glaube, Kisten sind auch so Sachen, die vielleicht gut weggehen. Da haben wir dann so eine Art Reisekiste von früher. Und die ist dann schon, ich weiß nicht, ob da ein Datum drauf steht. Da steht dann noch, ja, Familie Kittler steht noch drauf. Aber hier haben wir zum Beispiel einen Luftschutzkasten. Luftschutzkasten ist natürlich auch was Exklusives. Das hat man nicht so oft. Und ich kann ja mal gucken, ob ich den aufkriege. Das ist auch sehr interessant. Aber der wird mir gleich runterfallen. Mal gucken. Und da hat man dann wirklich so eine Art erste Hilfe nach Luftangriffen. Je früher die Entgiftung, desto besser. Also das sind schon krasse Kisten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, vielleicht braucht jemand sowas oder kann damit sowas anfangen. Ich glaube, da gibt es einige Sammler, die dann auf den Flohmarkt kommen, die das Ganze gut finden. Und dann geht es weiter mit so ein paar Siebe, also ganz klassische Siebe. Dann eine Kiste für Hühner. Also da kann man Hühner transportieren, also Geflügel oder Gefieder, um das mal so auszudrücken. Auch sehr interessant. Vielleicht braucht es jemand. Hier unten haben wir dann sowas wie rechte Winkel oder Holzhobel. Und da ist zum Beispiel ein Holzhobel dabei. So richtig lang. Also der ist super lang. Ich weiß nicht, wofür man den genommen hat. Vielleicht um Türrahmen zu hobeln. Keine Ahnung. Oh, der macht sich gleich selbstständig. Der will hier weg vom Hof. Ja, dann haben wir hier ganz viel von altem Werkzeug. Das Werkzeug selber sieht vielleicht nicht mehr so schick aus. Aber das Werkzeug selber ist halt von DDR-Zeiten. Und von DDR-Zeiten heißt, das kriegst du nicht tot. Also im Grunde genommen, wenn ich das ein bisschen sauber mache, das mache ich noch nächste Woche und ein bisschen entrosse, ja, dann hat man echt gutes Werkzeug. Hier unten gibt es dann ein paar Schraubzwingen, ein paar Beile, ein paar Hämmer. Also hier so die Werkzeugecke. Also auch eine ganze Menge, was vielleicht der eine oder andere brauchen kann. Noch ein paar, ich sag mal, Klemmen, um das mal so auszudrücken. Und hier siehst du ja wirklich, ich gehe noch mal langsam drüber. Ja, da gibt es eine ganze Menge an Werkzeug. Ja, dann gehen wir mal weiter in die nächste Bude. Und das ist der nächste Raum. Das war früher ein Pferdestall. Und den habe ich jetzt mal, das ist einer der schlechtesten, aber ich habe da ein paar Sachen reingestellt. Und wir fangen jetzt hier an mit einer Art, ja, ja, so ein bisschen DDR-Zeug, vielleicht kennt das noch jemand, so Indianer oder so ein paar Billigklunker, also die nicht echt sind, aber vielleicht will die jemand mitnehmen oder irgendwo packe ich sie mit dazu. Und das ist so eine Art Schreibpult, sage ich jetzt mal. Da kann man was reinmachen und das kann man dann zumachen. Und ja, das wurde wahrscheinlich früher draufgeschrieben. Hier unten haben wir so eine typische DDR, ja, Stehbank oder Sitzbank oder... Ja, Hocker nennt man es damals, dann so ein paar Tabletts. Hier oben hast du so richtig kultige Jutesäcke. Also wenn du die auswäscht, kann man da bestimmt auch eine gute Dekoration machen. Hier haben wir die klassische, ja, Veritas, glaube ich, heißt sie. Die klassische Nähmaschine, wie es damals gab. Da habe ich auch gesehen, die haben einige aufgearbeitet und ja, daraus so eine Art, ja, fürs Bad im Waschbecken drauf gemacht und das Ganze so ein bisschen Vintage aufgearbeitet. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damit mal hier genäht habe, aber ich kann mich noch erinnern, wo ich ein kleiner Stift war. Da war der Oma und die hat dann wie so ein Wilder mit ihren Füßen da rum rotiert da unten. Dann hat die Nähmaschine hat dann funktioniert und jo, dann konnte sie richtig nähen. Hier haben wir was für den Säufer und zwar so eine richtig große Metaxa-Flasche mit Hahn, also da kann man richtig ihn absaufen. Und hier geht es dann weiter. So, hier ist zum Beispiel was, das ist auch super interessant. Das ist Lego in echt. Also das ist quasi wie Lego oder wie Klemmbausteine, muss man jetzt sagen. Aber da hat man so echte Steine, also aus echten Steinen. Und da kann man dann wirklich so dieses, mal gucken, ob ich es hinkriege. Da kann man dann wirklich hier anfangen und das Ganze hier. Und kann sich dann ja, so eine Art Haus draus bauen. Also es gab früher schon eine Art Klemmbausteine, bloß die waren dann aus echten Baustein. Also sehr interessant. Hier für alle, die mal interessiert sind, so sah früher die Milch zu DDR-Zeiten aus. Die wurde in Plastik, ja, Folie oder in Plastiktaschen verkauft und jo, da hast du dann deine Trinkvollmilch. Hier noch ein, sag mal, eine Schiebelehre, glaube ich, heißt das. Hier noch eine Kanne, noch ein paar Sprüche, so echte ja, Brotbüchsen. Hier mal ein schwerer Jesus. Also der ist wirklich sehr schwer. Ich denke mal, der wird auch einen finden. Hier noch ein bisschen Geschirr. Und hier haben wir auch wieder was, Panthenol, sprich aus DDR-Zeiten, aber noch funktionsfähig. Oder hier auch, ja, Kompressen. Hier haben wir noch ein bisschen so Spritzen. Also Opa hatte da immer Giftspritzen, da war immer früher Gift drin und die hat er dann in der Luft verstäubt, damit die ganzen Viecher hier im Schweine- und Pferdestall dann sterben. Auch sehr interessant. Dann haben wir hier was für die Frauen. Die können dann mal ihrem Mann ein Bügeleisen über den Kopf ziehen. Also das ist noch so ein richtig schweres, ja, Eisenbügeleisen. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch Bügeleisen. Ja, so ein paar Werkzeugkästen, da stelle ich noch ein paar raus, so ein bisschen Uhren. Hier haben wir so ein bisschen, ja, ich sag mal, Mühlen zum, ja, zum Brötchen malen oder zum, ja, wie nennt man das? Fällt mir jetzt nicht ein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein paar kultige Vintage-Lampen haben wir auf jeden Fall noch. Dann wird es auch sehr spannend, dann haben wir hier auch so eine
normale Veritas-Nähmaschine, also so eine mit Strom, mit so einem richtigen Gaspedal. Und ja, dann geht es schon weiter in die gefährliche Richtung, und zwar in alte Literatur. Also nicht super gefährlich, aber hier haben wir ein paar, auch wenn sie nicht so schön sind, ein paar Märchenbücher, sage ich mal. Und dann wirklich alte Bücher, alte Enzyklopädien, die von außen nicht mehr schön sind, aber die Inhalte sind, glaube ich, immer noch aktuell, die wirklich gut gestaltet sind. Dann haben wir aus DDR-Zeiten auch super interessant. ABC-Zeitung habe ich noch ein paar gefunden. Also so ein paar sozialistische Schülerzeitungen, wenn man das so ausdrücken kann. Auch eine sehr interessante Sache. Dann noch ein paar Bauernbücher. Dann noch ein paar gefährliche Sachen. Da irgendein Buch, Produktionsstätte des Todes. Dann haben wir hier Unterostpreußen, ja, Bilder aus dem Weltkrieg und die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Also das ist ja mal was, also wer noch mal wissen wollte, wie das damals so ablief und Originalverfassung sucht, der kann die auch mal im Flohmarkt kriegen. Da hinten sind noch zwei Atlässe oder Atlanten oder Atlanten oder Atlässe, weiß ich nicht, von 1800 und ich als Mathefetischist trenne mich endlich von meinem Mathebuch und hier haben wir noch aus meiner Gegend so ein paar, ja, Bücher, sage ich jetzt mal, wo es so Fotos und Historien gibt. Also im Großen und Ganzen ist das jetzt hier sozusagen, ja, der Klimbim-Ecke, aber auch sehr interessant. Also, ja, vielleicht findet ja sich der ein oder andere, der hier so einen echten Klemmbaustein oder was auch immer möchte. Und dann habe ich hier einen ganz kultigen Spiegel, so richtig mit Stuck, sage ich mal. Kann ja nochmal rangehen. Also wirklich cool und der ist wirklich richtig schwer. Also mir gefällt der richtig gut, aber ich kann in der neuen Wohnung keine Verwendung finden. Also wirklich ein tolles Teil, kann man nicht sagen. Finde ich gut. Und dann haben wir hier noch, damals, wo ich fotografiert habe, ich habe ja jahrelang professionell fotografiert, ein selbstgestalteter Hintergrund, auch eine schöne Sache. Hier haben wir noch, ich weiß nicht, ob ich das behalte, weil ich es vielleicht bald brauche, einen Rollator und noch einen alten, kultigen Spiegel. Also hier ist dann wirklich so eine kleine Klimbim-Zone, nenne ich sie jetzt mal. Ja, dann gehen wir mal, ach hier, Wichtiges habe ich noch vergessen, so einen kleinen Teller, hier so ein Pferdeteller. Ja, und dann gehen wir mal weiter aufs Grundstück. Und jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommen wir so in diese Folterecke, um das mal so zu sagen. Und da weiß ich immer nicht, wie ich das richtig nennen soll. Aber im Grunde genommen, ich habe das mal hier alles aufgebracht oder auf den Tisch gelegt. Und das sind quasi meine, ich nenne sie mal Folterwerkzeuge, weil ich nicht weiß für manche Sachen, wofür was ist. Zum Beispiel dieses Teil hier. Kann mir jemand noch sagen, wofür das ist? Da war ich noch zu klein, um das, ich sag mal, auf dem Bauernhof zu erleben. Also keine Ahnung, sowas gibt es dann auch noch in, boah, ist das schwer, so in groß, also so, damit kannst du ja ein Haus erschlagen. Also das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall gibt es hier eine ganze Menge, ich sag mal, Werkzeug, dann noch ein paar alte Besen, also die wird keiner kurven. Aber was dann natürlich schon wieder kultig sind, sind die klassischen Sensen, wie man sie kennt. Dann die klassischen Haken, wie man sie kennt, also richtige Holzhaken, wie man das will. Dann kommen wir schon zu den Sackkarren. Dann so ein Waschbrett, also das, wovon ich mir einen Bauch wünsche, steht hier in der Garage rum. Dann logischerweise ein paar Spaten oder Späten, ein paar Schippen, ein paar Gabeln, sag ich mal, ein paar Sicheln, also wirklich interessant, ein paar Sägen haben wir hier auch noch. Dann haben wir hier ein paar Heugabeln, dann hier ein paar, also ich sag mal Gartenwerkzeug, ich will nicht alles benennen, auch sehr interessant. Und dann haben wir hier noch ein altes, also ich sag mal Paddel, aber das ist wahrscheinlich, wo man einen Ofen hatte, wo man dann das Brot in den Ofen schiebt und natürlich auch ein paar Hacken. Also im Grunde genommen, wenn man da hier jetzt einen Schlenker macht, dann ist es wirklich so ein, ja, Bauernwerkzeug, ja, Zimmer, um das mal so auszudrücken. Also wirklich sehr interessant. Und ich bin mal gespannt, ob hier jemand von diesem Tisch was braucht oder ob vielleicht jemand eine Sense als Dekoration braucht. Also es ist Wahnsinn, was es nicht alles gibt. Und ich bin ja noch nicht komplett fertig mit Ausräumen. Also das hätte ich nie gedacht. So, dann gehen wir mal trotzdem noch ein Stück weiter. Jetzt haben wir noch ein paar verrückte Sachen. Die verrückten Sachen heben wir uns für zum Schluss auf. Und zwar hier haben wir erstmal ja einen alten Ölofen. Wer noch einen Ölofen braucht, so einen Habeck-feindlichen Ofen, sage ich jetzt mal, kann den gerne kriegen. Oder noch einen Holzofen. Also alles anschließbar und funktioniert auch noch, auch wenn es nicht so aussieht. Dann logischerweise so eine Milchkanne. Und dann geht es weiter zu einer Art ja, Hartz-IV-Sackkarre. Also das ist so eine, ja, also Getränkewagen oder Getränkekisten kann man damit machen. Und jetzt kommt zum Beispiel was ganz Kultiges, und zwar, das ist ein alter Flug. Und der ist nicht nur alt, der ist groß und schwer. Also den kriege ich gerade so bewegt, also ich keine Ahnung, der wird wahrscheinlich 50 Kilo wiegen. Aber Wahnsinn, also bin mal gespannt, weil da wird es bestimmt jemanden geben, vielleicht ein altes Café oder ein alter Bauernhof, so als Dekoration. So ein alter Flug ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Also das hoffe ich mal, dass ich den loswerde. Ich hatte den schon mal bei eBay Kleinanzeigen drin. Aber ja, den wegen Transport und so haben wir uns da nie geeinigt. Hier haben wir auch so einen, ja, so einen Handwagen, so einen typischen Handwagen aus DDR-Zeiten. Aber die wurden auch damals schon selber gebaut. Das sind ganz normale Räder, die haben sie damals geschweißt und die sind unzerstörbar.
Dann haben wir hier einen Notenständer. Nein, das ist kein Notenständer. Da hat man dann die Jutesäcke reingemacht und konnte die dann befüllen. Und hier kommt was ganz Kultiges. Ja, das ist auch, habe ich auch noch nie gesehen. Und zwar ist das eine Art Sackgarre mit Kurbelmechanismus. Kurbelmechanismus ist hier. Und da kann man dann Gegenstände bis 100 Kilo hochkurbeln. Also wenn ich jetzt einen Kameramann hätte, könnte ich mich draufstellen und könnte ich mich selber hochkurbeln. Absolut genial. Super schwer, super unzerstörbar. Und ja, hier mal das Schild dazu. Ich weiß nicht, ob es ranzoomt. Ich habe jetzt hier den All-in-One-Modus in der Kamera, aber auch sehr interessant. Und hier, das ist natürlich auch was, ich sage dazu mal Rechen, ich hoffe, das ist das Richtige, aber das ist natürlich Wahnsinn. So ein altes Bauern, ja, so ein Akkugerät, sage ich mal. Und das sind so Sachen, die haben sie damals sogar mit Pferde gezogen, glaube ich. Nicht nur immer mit Trecker, und das ist Wahnsinn. Ja, hier haben wir die Außenklos, ja, auch mal gesehen. Und hier geht es dann weiter mit so ein bisschen normalen Klimbimmen, nochmal eine Milchkanne, was... Wenn jemand eine Ahnung hat, was das ist, das weiß ich nicht. Also das ist so ein, ich mach's mal hier vor, irgendwas Rundes, jo, keine Ahnung. Da bin ich nicht Bauer genug, da war ich noch zu jung, um das mitzukriegen. Hier haben wir so ein paar Töpfe, auch sehr schön. Ich sag mal, vielleicht für den einen oder anderen im Garten. Und hier haben wir also die absoluten Schubgarn, weil die sind alle selbst zusammengelötet oder zusammengenietet. Also die sind unzerstörbar, auch wenn sie nicht schön aussehen, aber die kriegst du halt nicht kaputt. Und hier, dieses zum Beispiel, die hat ein Metallrad, die hat niemals einen Platten, Riesenvorteil. Und hier haben wir dann natürlich noch 2, 3 weitere Schubgarn, also super, super cool. Und hier haben wir noch ein paar Lederschürzen und hier noch den kultigen, ja, ganz normalen DDR-Helm. Und dann kommen wir noch mal zu was ganz Modernen, und zwar vor vielen Jahren bin ich mal Inliner gefahren, und ja, da haben wir noch Inliner und noch so eine Büchse, die an einem Tau hängt, und dann sind wir mit der Runde schon ziemlich gut rum. Warte mal, jetzt werde ich mal hier noch spontan mal meine Larve wieder in die Kamera halten. Ja, und das war so eine kleine Runde über den Flohmarkt für das, was ich jetzt alle schon, ich sag mal, zusammengesammelt habe. Da wird noch ein bisschen was dazukommen, aber ich denke mal, dass so ungefähr 80% habe ich jetzt schon, 90%. Und das stelle ich dann einfach so aus, wie es jetzt ausgestellt ist. Und dann gucke ich einfach mal, jo, ob sich da Interessen finden oder Interessenten finden. Und bin mal gespannt, wie der Flohmarkt verläuft. Also ich habe hier ein paar Gehilfen, also ein paar, ich sag mal, Unterstützung habe ich an dem Tag. Und dann bin ich gespannt, ob überhaupt jemand kommt und was gekauft wird. Und was dann nicht gekauft wird, wird dann halt in den Wochen danach bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Und ich hoffe mal, dass ich so viel wie möglich loswerde. Und du kannst mir jetzt mal sagen, Mensch, Kuschan, das war eine ganze Menge Müll, aber diese eine Sache, die hat mir gefallen, das wäre mein, ich nenne es mal Guilty Pleasure, das wäre so mein Lieblingsgegenstand, das könnte ich gebrauchen, oder das ist vielleicht das Wertvollste an dem Ganzen. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe noch keinen Plan, ja, was kosten wird oder welche Preise ich für was verlangen möchte. Und ja, ich habe dann einen Besuch am Wochenende, ich sage mal eine, die sich wirklich gut auskennt, die so eine, ich nenne sie Miss eBay Kleinanzeigen, und die wird mir dann sagen, wofür ich ungefähr welchen Preis ansetzen kann. Aber im Großen und Ganzen kannst du mir mal verraten, was ist für dich das Wertvollste? Dann kannst du vielleicht nochmal einen Kommentar schreiben, was würdest du dir ja einfach mitnehmen, was dich interessiert? Und dann die Frage zum Schluss, Mensch, Kuschan, oder Mensch, Kuschan, ich bin ja blöd, ich kann ja mich nicht selber ansprechen, aber dann die Frage, Mensch, was denkst du, wenn ich das jetzt alles zum Flohmarkt, der Flohmarkt geht in den Tag, und ich habe jetzt die ganze Umgebung eingeladen über eBay Kleinanzeigen, ein paar Poster, über WhatsApp, ein bisschen Promo habe ich gemacht, und habe auch schon die ersten Anfragen gekriegt. Was denkst du, was kommt raus? Also mein Ziel ist es, dass ich 300 Euro rauskriege. Also das ist sozusagen 30 Leute was kaufen für 10 Euro oder einer was für 300 Euro. Und ob ich das schaffe, ja, weiß ich noch nicht. Aber du kannst ja mal sagen, was du davon hältst, was dein Lieblingsstück ist. Und ich würde sagen, wenn du wissen willst, was dann rausgekommen ist, was ich verkauft habe, was da an Geld rausgekommen ist und so weiter und so fort, ja, das gibt es dann in ein paar Wochen hier auch auf dem Kanal. Und falls nicht schon geschehen, lass ein Abo da, dann verpasst du nicht, was bei diesem crazy Flohmarkt rausgekommen ist. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut, dein Flohmarkt-Mensch, Dr. Kuschan, mach's gut. Ciao. Ja, nachdem ich im letzten Video einen Zaubertrick gemacht habe, versuche ich heute mal einen Stunt. Und zwar, du siehst ja diese Karre, ja diese, wo ich vorhin gesagt habe, da kann man sich hochleiern. Und ich werde mich jetzt mal draufstellen und einfach mal gucken, ob ich mich mal so 20 oder 30 oder 40 cm selber hochleiern kann, ob ich die Kraft habe. Das sieht bestimmt total lustig aus, aber ich will es einfach mal testen. Also sei mal gespannt. Tatsächlich, es hat funktioniert. Geil. Jo, mit diesem Stunt verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.